Sheesh, was ist das? Guten Tag, meine kleinen Freunde. Es war so geiles, gell? Ich hab ein neues Bett. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Oh mein Gott. In der Kamera sieht es halt irgendwie gar nicht hoch aus. Guck. Ich muss halt wirklich, um auf das Bett zu kommen, wie groß das Bett im Gegensatz zu mir ist, ich kann nicht einfach so da drauf. Ich muss echt jumpen, um drauf zu kommen. Lol, man denkt Gangster mit Cap und dann. Egal. Ich hab die kurz auf, dass meine Haare platt werden, weil ich hatte die ganze Zeit einen Zopf und die stehen ab wie ein Flatterhühnchen. Und jetzt mache ich sie mal runter, mal gucken, ob die immer noch abstehen. Besser. Ich habe voll Hunger. Und mein Schrank ist mittlerweile noch relativ aufgeräumt für meine Verhältnisse. Ich muss jetzt kurz unter das Bett kriechen. Oh, ihr seht mich gar nicht mehr. Wir sind gerade unterm Bett. Und ich mache die Lichterkette aus. Yep. Okay. Ich werde niemals erwachsen, Leute. Niemals. Auch wenn ich 30 bin. Ja. Soll ich mit Wally spazieren gehen? Ja. Was geht, Bruder? Ja. Ja, okay, Wally, okay. Okay, Leute, wir haben jetzt schon gegessen. Jetzt gehe ich ein bisschen online shoppen. Und dann gucke ich, glaube ich, irgendwas auf Netflix. Weil ich habe keine Freunde, keiner hat Zeit. Und es ist erst 19 Uhr. Ich fühle mich wie so ein Opfertrottel in meinem Schafschlafanzug. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. An dem Tag, aber ich würde mir trotzdem das Ganze frei halten. Leute, ich war bis jetzt online shoppen und wir haben jetzt 22:30. Und bestellt habe ich trotzdem noch nichts. Ich gehe mich jetzt abschminken. Oh shit, scheiße. Ich habe mich jetzt gerade abgeschminkt. Okay, Leute. Ich schreibe jetzt noch ein paar E-Mails und lese ein paar E-Mails. Dann gehe ich schlafen, okay? Ich gehe jetzt schlafen. Und dann melde ich mich morgen wieder. Guten Tag, es ist Sternenäugetag. Ihr wisst ja jetzt schon, dass Luciano seinen eigenen Kanal hat. Deswegen checkt ihn ab. Wir drehen jetzt sein erstes Video, aber das Video kommt später, deswegen hat er schon seinen Kanal. Erster Link in der Beschreibung. Abonnieren geht über Studieren. Support ist kein Mord, meine lieben Freunde. Was? Senft. Ja, das Video kommt danach. Erst im Dezember. Ein Scheiß war's ja. Was? Echt jetzt? Ja. Mach ich jetzt doch einen Kanal? Verarschen, gell? Ja, keine Ahnung. Ja, mach einen Kanal. Echt jetzt? Ja. Jetzt echt? Ja. Also. Echt jetzt? Ich komme nicht drauf klar, Alter. Ich habe mich geschminkt. Oh, ich hätte diesen Make-up-Look aufnehmen sollen. Der ist richtig schön geworden, gell? Ich liebe jetzt Lidschatten. Und Lippenstift auch. Auf jeden Fall habe ich gerade Kamera-Akku aufgeladen. Scheiße, ich muss eigentlich ein Bild auf Instagram hochladen. Aber ich habe nichts. Vielleicht kann ich ein Bild machen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war literally just a Runde im Starbucks. Habe mir ein Java-Chip-Chocolate gegönnt. Auf Mamas Nacken. Und jetzt schneide ich noch ein paar Videos für November. Habe ich schon alle. Ach, wir haben ja schon viel später. Will ich noch ein paar Videos schneiden? Tschüss, was ist das? Frauenleiche gefunden. Hä, ich habe gerade so eine Anzeige bekommen. Also, ich wurde nicht angezeigt. Warte Gott. Da ist so eine Internet. So eine. Mir wurde halt was angezeigt, warte. Frauenleiche gefunden von irgendeinem Schlagersänger. Hä, Schlagersänger, habt ihr davon was mitbekommen? Seit fast einem halben Jahr gilt die Ehefrau vom Schlagersänger Andreas Martin als vermisst. Jetzt wurde in der Nähe seines Hauses eine Frauenleiche gefunden. Juliane Martin, Krause, Ehefrau des Schlagersängers Andreas Martin vermisst. Damals haben sie mit, Spaziergänger fanden in einem Wald bei Siegburg, nur 2 Kilometer vom Haus entfernt, eine Frauenleiche und riefen sofort die Polizei, berichtete die Bild-Zeitung. Die Todesursache ist noch ebenso unklar wie die Identität der Toten. Sie sei bereits seit Wochen oder Monaten tot und eine Identifizierung würde noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Allerdings wie muss die aussehen jetzt? Oder, wie schlimm. Es gibt aber gewisse Hinweise darauf, dass es sich um eine Frau handelt.
Die erkenne ich mal mehr, ob das eine Frau ist. Wie muss die aussehen? Das Paar hat außerdem einen gemeinsamen Sohn. Warum wird mir das angezeigt? Ich heul gleich. Leute, ich krieg eine Haarverlängerung. I'm so happy. Ich wollte schon so lange eine Haarverlängerung, safe schon seit 3 Jahren oder so, aber die waren immer so fucking teuer. Und jetzt hat mich einfach ein Friseur angeschrieben und hat gesagt, willst du Balayage? Und ich habe gesagt, nein, ich will eine Haarverlängerung. Und dann sagen die, okay, machen wir dir. Ich schwör, geil. Ich bin so glücklich. Wie lange will ich schon? Es gibt wichtigere Sachen im Leben als eine Haarverlängerung. Aber ich freue mich trotzdem. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich will schon so lange, so richtig lange Haare. Videos werden bald gedreht. Ah. Ich habe gerade so Stimmungsschwankungen. I'm so happy. Was? Tschüss. Hallo, du Töpfchen. Folgt mir alle auf Insta. Das schneide ich raus. Okay, aber ich blende deinen Insta-Namen nicht ein. Boah, ich hatte gerade richtig Angst, dass meine Augen stehen bleiben. Ich freue mich auch im Dezember. Dezember, 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 Dezember. Was war das nochmal? Weißt du, was ist, Marcel? Was? Öffnungszeiten. Ja, guck. Geil. Läuft die Kamera noch? Oh ja. Ich bin abgeschminkt, ich gehe jetzt schlafen. Haut rein, gute Nacht. Bis morgen.